Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, wir stehen natürlich noch hier und tun Wasser aufladen. Allen erstmal heute natürlich schönen Feiertag, ne? Ich hoffe mal, dass es nicht allzu sehr übertrieben wird bei manchen. Ne? Kann ja manchmal passieren, ne? An solchen Tagen. Aber ich denke mal, es wird nicht der Fall sein. Also bei mir jedenfalls nicht. Denn wir haben hier noch was zu tun, ne? Ich hoffe mal, dass es auch langsam etwas heller wird hier. Weiß nicht, ob man jetzt hier um 8 dann gleich... Ist noch ganz schön dunkel. Wollte ich sagen, sonst... Oder auf mal 5 machen unsere Zeit, aber... Weiß noch nicht, ob wir schon was sehen. Unser Kalkstreuer ist natürlich beladen hier. Wir müssen nicht in den LKW sitzen bleiben, müssen wir warten, bis Wasser aufgeladen ist. Dann macht das auch so. Gut, da wird jetzt sowieso nur noch diese eine Bahn fertig fahren. Dann würde nicht weiterfahren, Kalkstreuer, denke ich mal. Da müssen wir natürlich dann per Hand fahren oder selber fahren. Aber das wird auch nicht so schlimm sein, wir müssten bloß was sehen. Das wäre eigentlich besser. Wir fahren mal gleich hier drüber. Und hier drüben wird er natürlich noch eine Reihe hochfahren, weil da muss ja auch ein Stück noch gekalkt werden. Wir müssen sowieso nach oben. Könnten wir aber gleich die Bahn mitnehmen, oder? Zeit werden wir erstmal wieder zurückstellen. Meine, theoretisch müsste man das ja hier nicht kalken, aber... Ja, ich halte es eigentlich für besser, dass wir das ganze Feld im gleichen Status kriegen. Um dann natürlich, ich sag mal, später mal komplett kalken zu können, oder beziehungsweise der Helfer soll das ja machen, dass wir den dafür nutzen können. Denn das, was wir jetzt nicht erwischen, das wird zwar dann irgendwann Kalk benötigen, wenn wir jetzt ja nicht ordentlich fahren, aber ja, schauen wir mal. Ja, dann müssen wir uns überlegen, was wir denn an den Hof machen, denke ich mal. Weiß nicht, Durchfahrtshalle ist ja, also ich finde nur die Standard-Durchfahrtshallen dann noch so ein paar aus Holz. Das gefällt mir aber alles nicht so. Ich glaube, die sind auch momentan noch drauf mit als Mod, aber das wird bloß eher nicht in Frage kommen. Ich tendiere dann schon doch eher dazu, vielleicht noch so eine große Leinbinderhalle zu setzen. Lass mal vielleicht hinten, man weiß nicht, wie es oft geht, eventuell hinten bei den hinteren Hühnern noch eine kleine Halle dann, aber eigentlich könnten wir auch, weil in die Leinbinderhalle passt definitiv auch das Maisschneidwerk nicht rein. Na gut, dann muss es halt draußen liegen bleiben. Das wäre jetzt auch nicht so tragisch. Es ist eigentlich das ganze Feld 15 noch übrig, was wir kalken müssen, ne? Wir haben noch nicht alles getroffen, aber es ist fast dann schon.
Bin dann natürlich mal gespannt, was uns dann morgen erwartet, am morgigen Ingame-Tag. Das meine ich damit. Inwiefern wir dort schon mit Schnee rechnen können. Und bei Seasons Wetter haben wir überhaupt nicht geguckt. Jetzt kommt ja da als nächstes der Winter. Wir könnten noch ernten, ja. Das ist so. Weil momentan ist es noch zu feucht. Denn wenn wir. Ach doch, dort waren wir richtig. Ach, mal gucken, es war ja noch eine Mission drin. Ne? Welches Feld war denn das überhaupt? Ach ne, ist raus, Urnacht. Okay. Mission wäre höchstens noch was. Ja, geradeaus fahren ist manchmal nicht so einfach, oder? Weiß ich nicht. Also Erntemission ist nicht mehr drin, nur noch zum Düngen. Könnte man noch mitnehmen, die ganze Sache. Aber was mache ich denn hier? Wenn das jemand sieht, ja, muss ich noch hier Bluttest abgeben, ne? Ja, heute ein Tag, wenn man heute so auf der Straße rumfahren würde, hier solche Schlangenlinien. Zu düngen wäre als Mission drinne Feld 7. Das ist ja. Genau, das haben wir ja schon geflügt. Eigentlich relativ helferfreundlich, sag ich mal. Also das können wir ruhig noch annehmen, weil unser Düngerstreuer steht ja noch auf Feld 5 rum. Das ist ja sowieso fertig. Das machen wir auch. Können wir noch ein bisschen Geld verdienen mit. Und wir brauchen noch jede Menge Geld, ne? So, Helfer kriegt das besser hin wie ich hier. Momentan haben wir 373.000. meine, eigentlich ist so die ersten zwei Wintertage sicherlich auch noch Zeit zu spritzen, ne? Und da wäre eigentlich so eine Rubicon nicht schlecht. Aber da brauchen wir natürlich Geld, ne? Dachten wir, wir könnten jetzt hier so ein bisschen kalken und noch mal ein bisschen im Menü gucken. Aber wenn wir ja schon mal nicht schaffen, geradeaus zu fahren. Wenn wir mal bei Seasons gucken, auf Weine brauchen Stroh. Ja, Weizen wird erst Gerste, genauso Raps könnte jetzt verkauft werden. Viel besseren Preis kriegt man nicht von Raps. Denn momentan haben wir Raps haben wir momentan 174.000 Liter. Da werden es 1.600 an Poweröl fallend, aber da könnte man noch mal eine Ladung wegschaffen. Das wären schon noch mal über 100.000 dann. Wir müssen hier mal ein Stück Vorgewende machen.
Wie gesagt, wenn, dann müssten wir gleich noch Raps verkaufen. Das werden wir auch machen. Wir unterbrechen erstmal das Kalken. Denn der Rapspreis ist ja, wird ja nicht wieder besser, so wie es aussieht. Ne? 1600 ist zwar auch nicht so rosig. Nicht alles getroffen hier. Eine Schlangenlinie. So, Sonnenblumen fällt erst, Soja ist auch vorbei, Mais wird erst steigen. Das eigentlich könnten wir wirklich jetzt nur noch unseren Raps verkaufen. So, für eine Bahn wird es noch reichen. Schon nicht ordentlich gefahren hier. So, hier Streuteller zusammenklappen. Ja, hier Blätter sind fast ab. Bäume werden wieder deutlich kahler. Na gut, dass wir das Laub nicht zusammenhaken müssen. So, dann werden wir uns gleich hier drüben wieder beladen und beziehungsweise stellen wir unter die Kalkstation drunter. Dann suchen wir uns mal unseren LKW, der müsste ja immer noch an der BGA stehen. Der andere LKW steht natürlich immer noch beim Wasseraufladen, eigentlich sollten wir uns ja um die Tiere erstmal kümmern. Wir haben viel zu tun, wie immer. So, hier kommt Kalk rein. Ja, das ist der hier an der BGA. Können wir nicht abladen, muss was reinpassen. Achso, ich hatte schon gekillt. Okay. Denn woanders kriegt man ja nicht mehr für einen Raps, ne? Es sind ja bloß 1200 unten.
jetzt ist alles dran. Warum jetzt die 132 Liter noch drin waren, keine Ahnung. So, 4226, das kam natürlich per Kalk. Raps. So, dann werden wir schnell nochmal den Wassertrailer rüberfahren. Beim Kühen, dass er sich nochmal dort entladen kann, also ausleeren kann. Ja, dann haben wir immer noch nichts gebaut hier, ne? So, dort müsste jetzt unser LKW stehen. Da noch nicht mal voll. So, lange drauf, dass wir nicht verlieren von der kostbaren Fracht. Dann fahren wir eigentlich am besten hier quer rüber gleich. Langsam um die Kurven hier nicht, dass es uns noch ein LKW umhaut, da hätten wir es natürlich noch gelöst. Ne? Jetzt haben wir nochmal Preiskontrolle. Bringen wir Holzstapel. Nehme ich schon bis nach 58, aber ja, geht noch. So, dann einmal verkaufen.
499.993. Ja. Sieht ja nicht schlecht aus, aber wir brauchen noch viel, viel mehr Geld. Also für die Gruppen können wird es reichen, gerade so, aber wir brauchen noch ein bisschen Polster im Winter. Aber wie wir das hinkriegen, das werden wir dann morgen gucken. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.